Hallo und herzlich willkommen bei Money. Ja, ich habe einen Tipp bekommen für den Plasma Dragon. Und zwar kann dieser sich unsichtbar machen, indem man länger geduckt bleibt. Das wollen wir jetzt einfach mal testen. Wir testen das jetzt einfach mal. So, wir haben den Plasma Dragon ausgewählt. Wir schlüpfen jetzt aus dem Ei. Uhu. Und. Hab ich den falschen Drachen ausgewählt? Das sieht eher aus wie. Das sieht eher aus wie ein Feuerdrache, ne? Okay, das soll wohl. So, wir schleichen jetzt. Das soll wohl unsichtbar werden. Oh, oh, Tatsache! Tatsache! Also, wenn wir länger geduckt bleiben, dann ist unser Drache unsichtbar. Sehr geil. Ich müsste das Spiel mal länger spielen, dass ich über die 0,5er Growth rauskomme. Weil erst ab einer Größe von 0,5 kann man leider fliegen. Aber ich habe die Zeit noch nicht gefunden, mich mal hier so wachsen zu lassen. Aber das kriegen wir bestimmt auch noch hin. Also wenn mal jemand Lust hat, hier mit mir hier einzusteigen, damit es nicht ganz so ganz so langweilig wird, ne? Gerne mal melden. Vielleicht können wir eine kleine Gruppe machen. Dann ziehen wir uns unsere Drachen groß. Naja, also nochmal. C drücken. Einfach ein bisschen warten. Und schwupps. Unser Drache wird unsichtbar. Geile Scheiße, oder? Ja, dann bis dahin mal. Die erste Zusatzfunktion, die ich so entdeckt habe in dem Spiel. Feuerspeien weiß ich noch nicht, wie es geht. Ich weiß auch nicht, ob die Kleinen schon Feuerspeien können. Oder der, weiß nicht, was der für einen Angriff hat, außer hier Linksklick schnappen. Aber, wie gesagt, unsichtbar kann er sich machen. Das ist schon mal cool. So, auf jeden Fall mal ein kurzes Video-Update zu Day of Dragon. Und, ja, wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir doch ein Like, ein Abo oder einen Kommentar da. Ne? Würde mich freuen. Bis dann, euer Money. Ciao, ciao.